Na gut. Stabile organische Energie geortet. Jetzt frage ich mich, wo ist denn noch der zweite Fleischhändler? Oder ist das auch noch alles Fleischbock hier, ne? Ah. Stabile organische Energie geortet. Hier fliegen ein paar Früchte in die Luft. Auch schön. Gut, dann gucken wir eben noch, ob wir das für den Fleischbock hier noch irgendwie fertig kriegen. Jetzt gucken wir erstmal eben wieder hier die Hütten an. Oh, da ist auch noch ein Händler. So. 360, 420. Hm. 330, ach so, scheiße, okay. Aber 420 ist das günstigste für... Was? Noch nicht. Kann mal kurz fragen. Ja, nee, okay. Wenn das stimmt, dann ist der andere ja viel billiger. UZA 360. Ne, dann brauchen wir bei dem nur. Na los, nimm dir das. Später ein Upgrade. Und jetzt vor allem hat er nämlich zwei F-Links. Das ist nämlich das Gute. PPS, Medikits für mir egal, aber F-Links, die Teleporter. Die gibt's wirklich nur hier. Mehr Teleporter sind geil. Ihr hast du deine verfluchten Zorkins. Hast du das woanders schon günstiger gesehen? Das glaube ich kaum. Hier hast du deine verfluchten Zorkins. Sieh zu, dass du die anderen Talaner damit das Fürchten lehrst. Dann kann ich meine Preise erhöhen. Na los, nimm dir deine heiligen Gegenstände. Guck mal, weil die hier nicht alles ortet. Ich habe bloß keinen Plan wo, ne? Das ist so immer das Problem. Da geht's nirgendwo rein. Metall geortet. Da geht's nirgendwo rein. Warnung, schwache Energiequelle geortet. Nee, die können mal ruhig in die andere Richtung laufen, auf die habe ich jetzt keine Lust. Und hier ist dann die Bockgrenze oder was, ne? Oder wie? Ist immer noch Fleisch? Entschuldigung, Kumpel. In welchem Bock bin ich hier? Du bist im Fleischbock. Hier will. Okay, immer noch ein Fleischbock. Aber eigentlich. Aha, ja doch, es ist schon die Grenze. Ja, okay, dann kommt jetzt hier der Riesi-Bog. Also nicht die braunen Striche, die Grenze. Die braunen Striche sind nur so. Ein Treppen. Stabile organische Energie geortet. Ach, und hier wurde schon so Kratze. Ah, perfekt, das ist doch gleich ein perfekter Ausstieg. Stell mich vor dem hin, speichere ich da. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass wir beim nächsten Mal erstmal mit so Kratze reden werden. AKP-12-Munition geortet. Auch wieder ein normaler Bürger nur. So, komme ich hier noch irgendwie hoch? Stabile
Entschuldigung. Aber da könnte ja Loot drin sein, Leute, Mensch. Dann steckt doch nicht alles von dir versteckt in den Vasen. So. Alle hip. Was? Ach du Scheiße. Wo kommt der jetzt schon wieder her? Bleib stehen, du. Waffe testen, ey. Ich brauche mal so ein bisschen Aufladezeit. Ich wollte doch hier gar nicht hin, Leute. Kommen wir jetzt bitte wieder beruhigen. Mann, seid selber schuld, echt. Ey, warum kann ich hier durchschießen? Das ist auch keine freie Schussbahn, ne? Stabile organische Energie geortet. Wir vertragen noch viel zu viel, ey. Okay, ich gehe einfach wieder. Ich gehe wieder. Alles cool. Bye. Ich hab nicht angefangen. Kurz nochmal festhalten, ne? Na los, nimm dir deine heiligen Gegenstände. Die Hawk MK8 ist eigentlich ziemlich geil, aber halt ein bisschen langsam. Also das Geschoss, vor allem weil man halt vorher mal aufladen muss und so. Gib mir den Money. Da ist noch eine Heilpflanze. Da drüben ist auch noch Metall. Also Geld. Den Leiter hochgehen? Sehr gut. Sprengkörper geortet. Alle. Hoppla. So, wie viel Kohle haben wir? 1270. Ah, das ist gar nicht mal so viel für die ganzen Sachen, die es hier gibt. Okay, so. Dann dürften wir aber jetzt schätzungsweise den Fleischbock wirklich erstmal haben, soweit.
Da liegt einfach ein Ubek A01 rum. Gut. Herr Sokratze. Warnung. Schwache Energiequelle geortet. Auch sogar noch Stuff hier. Metall geortet. Ach nö. Was hab ich denn für ein Glück hier? Oh fuck. Günther, jetzt einfach mal aufhören. Stabile organische Energie geortet. UBIK 0A geortet. Ist ja bei so Kratzen drin. Problem ist, ich kann nicht mit der hier rumschießen lassen. Was? Und wo schießen denn jetzt überall auf mich? Da oben, Biest. Nee, jetzt ist mal gut mit der Trompete. Was hat hier so stressig? Ist ja auch nicht in meinem Kopf. Back die Knarre, einer! Oh, ich muss ganz schnell zu so Katze. Hi! Verzeihung, Kumpel! Hallo! Der Ulukai ist gekommen. Die Jods haben entschieden und dich zu uns gesandt. Ich, Shamas Zokratze, lausche deinen Worten. Wie war es von der McDonalds? Ja, 2 Sekunden. Ja. Wie ist es vorbei? Ja. Kannst du mich heilen? Schreib mir einfach bei mir. Möge sich mein Phantasma mit deinem vereinen, ja. Okay, so, das war jetzt noch ziemlich aufregend am Ende. Hat er jetzt mit der Heilung mich verpasst? Du sollst mich heilen, was machst du denn hier? Ich brauche einen neuen Shamasa. Der Shamasa ist kaputt. Ah ne, jetzt hat's geklappt, okay. Aber du musst das nicht. Sag mal, ey. Da sind die schon wieder am Ballern da oben. Los jetzt. Halleluja. Okay. Das war jetzt meine sehr turbulent. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter an dieser Stelle. Ich hatte sehr viel Spaß heute. Das war ein sehr erfolgreicher Tag heute. Wir haben schon mal Saar beendet. Wir haben jetzt hier Talazar angefangen. Und schon gut Radau gemacht hier. Ich hoffe euch, ihr hattet auch viel Spaß und ihr seid auch nächste Woche dabei, wenn es mit Outcast weitergeht. Für YouTube, ne? Keine Angst, kommen jetzt täglich wieder neue Folgen. Wahrscheinlich muss ich noch nicht
frohe Weihnachten wünschen. Oder, nee, ich glaube, es kommt bei der nächsten Aufnahme. Genau. Bis dahin, euch erstmal alles Gute und ich bin euer Captain Crash. Ich bin raus. Ciao, ciao.